Gulyáslaves. Grüße, nem tudom. Ja. Fast auf den Tag genau 50 Jahre später haben sich in Hennigsdorf 40 ehemalige ungarische Vertragsarbeiter getroffen. Ab 1967 waren etwa 350 ungarische Jugendliche gekommen, um hier im Lokomotivenwerk zu arbeiten. Die Jungfacharbeiter, die hergekommen sind, die konnten ihre technischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Und einige, die keinen Beruf hatten, konnten auch in der DDR den Beruf lernen. Und das wurde in Ungarn auch anerkannt. Die DDR-Regierung hatte die ungarischen Arbeiter ins Land geholt, um die durch Misswirtschaft fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen. Beim Empfang hob Hennigsdorfs Bürgermeister die gelungene Integration der Ungarn in der DDR als ein Beispiel für die heutige Zeit hervor.